auf jeden Fall die beiden hier einladen. Das nur die beiden. Nur die beiden. Und dann nach Ibiza. Und dann nach Ibiza. Ich wollte es euch eigentlich nächste Woche sagen, aber ich bin schwanger. Ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen. Wen? Ich rede wieder von Tim. Ich hatte den besten Mann. Du bist jetzt offen mit Storys von Salusche auf die Eier zu gehen. Der einzige Grund, warum du Single bist, ist, weil du diesen bescheuerten Tim hinterher traust. Nach 8 verfickten Jahren. Tim ist ein Spacko. Ja, das ist mein Mädchen. Und du wirst ihn vergessen. Und ich werde ihn vergessen. Ja. Hi, ich bin Tim. Wie ist es denn jetzt nach so langer Zeit Corona endlich wieder bei einem großen Event dabei zu sein? Ja, es ist, das müssen wir jetzt nochmal neu erlernen so ein bisschen. Aber es ist, wird man auch daran erinnert, wofür Kino wirklich da ist, dass die Leute zusammenkommen und wirklich wildfremde Leute und gemeinsam für 2 Stunden was erleben und dadurch auch eine Verbindung spüren. Apropos Corona, wie war denn der Dreh unter Corona-Bedingungen? Also der Dreh für mich an meiner Position war der ganz okay. Wir hatten mit den Masken ein bisschen zu kämpfen, was in der Kommunikation mit meinen Darstellerinnen und Darstellern ein bisschen problematisch war, weil sie dann doch sehr darauf angewiesen sind, ob es jetzt ernst gemeint ist, wenn man sagt, das war super. Da macht so ein kleines Lächeln doch den entscheidenden Unterschied. Und wenn er verdeckt ist, kann das zu Verunsicherung führen. Das war von meiner Seite das Problem. Produktionsseite hat super aufgefangen. Wir hatten natürlich Unterbrechungen. Aber auch so einige Szenen auf Ibiza, auf eine perfide Weise, hat uns das auch geholfen, dass wir ganze Strandabstände für uns hatten, weil dort einfach ein Lockdown war und nichts los war. Ja, klasse. Und nach Goldfische jetzt der nächste Film. Was können die Fans denn alles erwarten? Ja, das ist nochmal ganz anders als Goldfische. Ich glaube, wo es Ähnlichkeiten gibt, ist, dass es eine Komödie ist mit Herz und einem gewissen Tiefgang. Also kein... auch wenn das einige vielleicht denken beim Thema Ibiza und Junggesellenabschied, das ist eben nicht nur bunt, es ist auf jeden Fall 2 Stunden guter Unterhaltung mit einem überraschenden Tiefgang hinten raus und ich hoffe, dass es den Leuten gefällt. Okay, und was war so die Inspiration hinter der ganzen Geschichte? Gibt's da eine Geschichte? Die Inspiration war, ich kam in ein Alter, wo ich dann einfach gemerkt habe, Moment mal so, da ist jetzt sozusagen mit Mitte 30, kommt so ein Programm, wo also die emanzipiertesten Freundinnen plötzlich verheiratet sind und 2 Kinder kriegen, so, obwohl vor 3-4 Jahren gar nicht die Rede davon war. Und das hat mich ein bisschen interessiert, weil einerseits natürlich, Gott sei Dank, das Bild der selbstbewussten, starken Frau in den Mittelpunkt gerückt ist, aber doch dieser Partnerwunsch und sozusagen die Sehnsucht nach einer Familiengründung auch sozusagen irgendwo eine gewisse Konkurrenz hat oder da ist. Und das war der Moment, wo ich darüber angefangen habe zu diskutieren, wo ich dachte, das müsste man mit einem ironisch liebevollen Blick auf 3 Frauen, die der Meinung sind, für sie wäre der Zug abgefahren, thematisieren. Die bringen ja jetzt schon den ganzen Plan durcheinander. Ne? Ich glaube, wir könnten wieder ein Paar werden. Ist das Tim? Es gibt eine neue Situation. Du hast doch bloß Schiss, dass du die Letzte bist, die Single bleibt. Du denkst, du willst einen Partner, aber in Wirklichkeit hast du einfach nur Angst davor, was die anderen über dich sagen, wenn du mit 40 immer noch Single bist. Fick die Hinne. Oh. Aus Angst, was zu verpassen, verpassen manche Menschen ihr ganzes Leben. So, und du hast ja jetzt in letzter Zeit, oder die letzten Filme, die du gemacht hast, die waren ja doch eher ein bisschen trauriger und jetzt endlich mal wieder so eine Komödie. Brauchtest du sowas, dass du sagst, okay, jetzt mal wieder ein bisschen, was Lockeres? Also endlich mal wieder ist ja eher überhaupt mal, oder? Ja, ja. Okay. Wäre der bessere Ausdruck. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das sehr heilsam für meinen Körper, auch mal was zu machen, was nicht mit Mord und Totschlag und Vergewaltigung zu tun hat, auf jeden Fall. Okay, und was war so anders am Dreh? Also ich war sehr nervös, weil ich tatsächlich die ganzen
in dem Drama fühle ich mich halt auch zu Hause und ich kann auch darauf vertrauen, dass mein Körper und meine Emotionen irgendwie funktionieren. Und bei der Komödie muss das Timing stimmen und alles so. Und das zu schaffen, war für mich sehr nervenaufreibend tatsächlich und hat mich ein bisschen verunsichert, aber gleichzeitig habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, dass der Film gut ankommt und wenn es gut ankommt, wenn ich nicht total untergehe, dann werde ich es auch weitermachen. So. Okay, also du würdest auch sagen, du gehst dann doch eher in die Komödie oder bist du offen für alles? Nein, guck mal, also das Ding ist doch, als Schauspielerin in möchte man ja alles ausprobieren, was man kann, weil der Beruf so viele Möglichkeiten hat. Ja. Und ich möchte einfach immer weiter lernen und immer weiter vorwärts kommen. So. Und das werde ich auch tun, im besten Falle, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Und hast du schon nächstes großes Projekt, was du jetzt anstrebst? Also was jetzt als nächstes ins Kino kommt, ist Black Box von Aslı Özgür, mit der habe ich auf einmal gemacht. Mhm. Die hat ein neues Projekt gemacht, das haben wir gedreht, das kommt jetzt raus, irgendwann, auf Festivals oder so. Und was dann kommt, weiß ich noch nicht. Okay, also ja. Hast du auch noch nicht irgendwie die Richtung, ob jetzt eher Drama oder Komödie? Achso, ja, da durfte ich nicht drüber reden. Aber okay, wunderbar. Ja, dann nehme ich die Mädels mal gleich noch mit dazu. Ja, na, hallo, hier sind wir schon. Hallo. Ja, schön, dass es jetzt auch mit euch allen rein geklappt hat. Wie ist es für euch beide jetzt endlich mal wieder nach so langer Corona-Zeit auf dem roten Teppich zu stehen? Ziemlich genial, macht Spaß, ist schön, mal wieder so irgendwie miteinander sich zu freuen. Sehr schön. Okay, und wie war der Dreh während der Corona-Bedingungen? Die Corona-Bedingungen sind da, glaube ich, gar nicht so zum Tragen gekommen, weil im Endeffekt waren wir, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass wir in dieser herausfordernden Zeit drehen durften, unter den Bestimmungen mit Masken und Testen. Und tatsächlich war das eine ganz große Freude. Und man gewöhnt sich ja auch wahnsinnig schnell daran. Also dann wird halt ein Test gemacht, man muss Masken tragen zwischendurch. Wir als Schauspieler haben dann den Luxus, dass wenn wir in der Maske waren, ja, das dann nicht mehr tragen dürfen, weil wir ja die andere Maske haben. Maske 2. Ja, genau. Und das Einzige, was ungewöhnlich war, glaube ich, dass unser Dreh zwischendurch eine Pause hatte, weil wir nicht nach Ibiza fliegen konnten. Ah, okay. Genau, ein halbes Jahr. Wir haben in München gedreht, dann hatten wir ein halbes Jahr Pause und dann haben wir auf Ibiza gedreht. Ich kann nur für mich reden, ich fand es total toll, weil in München war das Team schon so toll und zu spielen war total schön. Und dann zu wissen, dass es dann nicht vorbei ist, ja, wie es sonst immer nach 6 Wochen ist, sondern dass man sich in einem halben Jahr wieder trifft und weitermachen kann, das ist super, wirklich sehr, sehr schön. Also wie so ein Klassenfahrt, so Flughafen, jetzt geht's los. Und ja, und dann ist auch die Idee von der Komödie entstanden, weil vorher war es ein Drama. Genau. Ja, aber als wir dann gedreht haben, gab es auch Gott sei Dank keine Unterbrechungen mehr. Insofern hatten wir eh Glück, würde ich sagen. Ja. Okay, und es geht ja um Zeit. Entschuldigung. Es geht ja um den Junggesellenabschied. Würdet ihr bei eurem eigenen Junggesellenabschied auch genauso feiern, wie ihr es jetzt in diesem Film gemacht habt? Ich würde auf jeden Fall die beiden hier einladen. Das ist nur die beiden. Nur die beiden. Und dann nach Ibiza. Und dann nach Ibiza. Und ja, das Ding ist ja in dem Film, der JGA findet ja gar nicht wirklich statt. Es gibt ja die Idee des JGAs, also deshalb hofft man natürlich, dass der eigene JGA vielleicht nicht zwangsläufig so katastrophal wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man genauso gute Freundinnen hat, wie unsere drei Protagonistinnen haben, dass man zusammen ist und dann kann auch alles ins Wasser fallen und es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Erinnerung. Ja. Für mich war vorher JGA eigentlich eher so ein Schreckensgespenst und durch den Film habe ich jetzt eigentlich die Berührungsängste verloren und ja, also kann man schon bald hier. Kann man schon machen. Ist nicht so schlimm wie Flamingos. Melonen. Okay. Könnt ihr kurz nochmal zusammenfassen für die Leute, die ins Kino gehen? Was können sie erwarten? Also jede Menge Spaß können sie erwarten, aber eben nicht nur einen reinen Partyfilm, sondern auch durchaus Tiefgang. Es geht um Freundschaft, um Single-Dasein und letztendlich um die Beziehung zu sich selbst, würde ich sagen. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, der Druck, Frauen ab 30 in den Hafen der Ehe und Kinder und sich da vielleicht so ein bisschen ein Stück weit von zu distanzieren und zu sagen, wir sind im Hier und Jetzt, wir genießen uns, wir genießen unsere Freundschaften, unser Zusammensein und fixieren uns nicht immer auf die Partnersuche, weil das kommt oder es kommt nicht, aber das Leben findet jetzt statt. Und das ist, glaube ich, das Schöne.
allgemeines JGA-Gesetz. Bei Männern sind keine Frauen erlaubt, außer Stripper. Du willst doch nur, dass die sich an der Miete beteiligen, oder? Nein, doch. Nein. Sondern was ist das Problem? Mein Hauptproblem ist, wenn Frauen im Haus sind, kann ich nicht kacken. Seit wann sind denn alle Männer so sensibel geworden?